So, liebe Leute, weiter geht's mit Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der nächsten, mit dem nächsten Teil dieser Mission hier. Wir sollen Kavit in Gaias Villa finden und retten. Scheinbar mal keine Feindpräsenz oder zumindest nur die drei. Mir kommt das alles ein bisschen verdächtig ruhig vor. Das wäre zu einfach. Wir haben ja alles zu ruhig da vorne. Gefühlt. Jetzt werde ich mir erstmal die drei da vorne holen, damit ich vielleicht dann. Was fehlt dir deiner Familie am meisten? Oh, auf jeden Fall Mutters Kochkunst. Sie macht ein Köln. Moinsen! So, da hinten wandert noch einer. Oh, noch mehr, okay. Ich bring dich aus. Schlag ich sie tot. Ich hab doch das schon. So. Warum hatte die Wache diesen Schlüssel? Er muss etwas Wichtiges öffnen. Ha, also doch ein bisschen mehr. Hier. Hier, Tag, ja. Lebe ewig. Schickt Neff dich? Nein, der junge Ifri. Wo ist er? Wie meinst du das? Ich bin dir hierher gefolgt. Bring Matt hier heim. Los. Gott. Hey, warum gehst du nicht mit ihm? Ich spüre die Schlampe auf, die meiner Familie das angetan hat. Wenn du mir dabei helfen willst, triff mich beim Haus von Neff. Cool, wir haben eine Quest abgeschlossen. 3300 Erfahrungspunkte und ein Fähigkeitspunkt. Ja, cool. Oh, warte mal, da ist noch irgendwas zum Plündern. Nehmen wir mal mit. Ich habe ja schon gedacht, wie das noch ein bisschen was an Feindpräsenz ist. So, jetzt gucke ich mal gerade was anderes an. So, wir haben hier noch eine Nebenquest, aber das ist jetzt nicht unsere Baustelle. Für dessen, welchen Level ist der? 28, wir sind 26, ne? Ja, 26, 25? Was sind wir gerade jetzt? Mal kurz. 25 sind wir. Da unten steht's auch. Ich will gerade, was machen wir? Na gut, viele sind auch da Sachen mit zwei, ne? Ich will gerade, ob ich das mit dem Verwesungsgift mache, wenn das könnte. Ja, das machen wir dann auch. Komm. Wir nehmen das Verwesungsgift. Wir können Leichen jetzt vergiften, wo jetzt Gegner kommen, die werden angeschickt und die sterben wahrscheinlich so nach einer gewissen Zeit. Okay.
So, ich gucke mich gerade noch mal schnell hier um. War alles mit. Kann ja Dinge, nette Dinge geben. Na, die ist noch was im Plündern. Zwei Nummer wieder drei Golden. Hm, da war noch irgendwas, habe ich gerade ganz kurz gesehen im Augenwinkel. Nämlich hier. Und wieder weitere 9 Goldmünzen. Oh, wir haben jetzt noch hinterher gehen. Gaia führte einen regen Briefwechsel. Wenn ich das lese, erfahre ich mehr über sie. Also für die Leute, die da gerne das lesen wollen, Video einfach anhalten. Aber wir haben einen weiteren Brief gefunden. So, ich will jetzt eigentlich in dieser Quest-Folge nichts Neues machen, deswegen ziehe ich jetzt gerade ein bisschen künstlich das ganze Ding in die Länge. Ich gucke gerade, was wir als nächstes machen. Wir müssen jetzt schauen, ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht in den Dings rennen. Die Phylakis rennt jetzt mit Level 28 und wir müssen zumindest mal in die Nähe kommen. Ich will eigentlich gerne die 23er-Quest hier machen. Aber wisst ihr, was wir machen? Ich schaue mal gerade kurz, ob die... Hier oben ist es nämlich. Hier sind nämlich noch mindestens 3. Die und die erstes Blut, was ist das hier? Ach, ein geschickter Götter, dann können wir auch das mal machen. Kann ich hier auch wohin hinreisen? So, ich werde mich mal schlau machen. Also das ist scheinbar eine grüne Quest. Warum auch immer das eine grüne Quest ist. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Pferdchen! Oh, das war keine Absicht. Wir sind hier unten schon wieder auf unbekanntem Terrain unterwegs. Ach, das ist hier. Eine weitere Statue, die hier irgendwo steht. Ich sehe sie gerade noch nicht. Da. Eine weitere Stadt zerstört. Komm ich da hoch irgendwie? Muss mich gerade mal ganz kurz ein bisschen orientieren hier. Ich will diese Quest machen. Ich weiß nämlich nicht, was das jetzt gerade für eine ist. Das werden wir sowieso erst in der nächsten Folge herausfinden. So, fährt sie da einmal bitte runter. Das wird doch trotzdem erst in der nächsten Folge raus. Bis dahin, tschüss.